Ein Jugendlicher soll diese Bombe gebaut und einen rechtsextremistischen Anschlag geplant haben. Er steht deswegen vor Gericht. Er soll auf der Spieleplattform Roblox mit Nazi-Inhalten in Kontakt gekommen sein und dort Gleichgesinnte getroffen haben. Seine Eltern hilflos. Das sah irgendwie total fanatisch aus. Also diese Welt, die sie sich dort erschaffen haben, das waren einfach alles Uniformen aus dem Dritten Reich. Wie gefährlich ist Roblox? Und warum radikalisieren sich zunehmend Jugendliche im Netz? Das Geschehen live ins Internet streamt ganz... Halle, Oktober 2019. Hier verübte der Rechtsextremist Stefan B. einen antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge. Er tötete zwei Menschen. Das ist auch die Synagoge in Halle, auf Roblox, eine Online-Spieleplattform. Hier konnte jeder den Terroranschlag nachspielen mit einem Roblox-Avatar. Mit einer Waffe in der Hand konnte man auf Menschen vor der Synagoge schießen. Mittlerweile wurde das Spiel deaktiviert. Roblox ist derzeit eine der beliebtesten Spieleplattformen unter Kindern und Jugendlichen. Roblox sagt über sich, es sei mehr als ein Spieleunternehmen. Some folks believe we're a game company, but we're more than that. We're actually a platform. Whether it's games, clothing, or any kind of creation in between, it's a hub for bringing users from every country in the world together. Im Werbespot zeigt sich Roblox als bunte, heile Welt, die Menschen aus allen Ländern zusammenbringen will. Das klingt erstmal schön, doch wer genau vernetzt sich dort eigentlich? Ich bin Jan und recherchiere zu Extremismus im Netz. Meine Redaktion hat den Hinweis bekommen, dass womöglich Rechtsextreme auf der Spieleplattform Roblox versuchen, Kinder und Jugendliche in ihre Netzwerke zu ziehen. Was ist da dran? Und so sieht die Startseite aus. Dort kann man sich eine Spielwelt aussuchen und diese mit anderen spielen. Mittlerweile soll es auf Roblox mehr als 7 Millionen Spiele geben. Das ist Kio, Gamer und YouTuber mit mehr als 300.000 Abonnenten. Kio zeigt mir die Plattform, nimmt mich mit zu Doors, einem der aktuell beliebtesten Spiele auf Roblox. Das sind Spiele, die teilweise User gemacht haben. Und ja, genau, also keine großen Publisher oder so. Das haben echt, könntest du machen, könnte ich machen, kann jeder machen. Aktiv 52.700, die es jetzt gerade spielen. Ah, und dann erlebt man quasi halt so zusammen diese Welten. So, also so, das ist quasi der Spaß an Roblox. Wir laufen hier rum, erleben Welt. Wir laufen, genau. Und das ist auch ein bisschen das Coole. Also man hat hier echt, es ist super easy zusammen zu spielen. Also es ist kostenlos. Ich finde also wirklich die ganze Welt von Roblox sehr, sehr kreativ. Also sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cooles Konzept. Man kann auch Freundinnen und Freunde hinzufügen und chatten. User spielen einen Avatar, den sie auch gestalten und ankleiden können, wie eine digitale Puppe. Und man kann natürlich sein Equipment, sein Avatar, seine Klamotten auch kaufen. Und zwar auf Marktplatz. Und da findest du alles. Du findest Gesichter, Ohren, Accessoires, einfach alles. Es ist halt wirklich eine Community. Es ist halt wirklich schon fast eine Social-Media-Plattform eigentlich. Nach Angaben von Roblox sind der überwiegende Teil der 60 Millionen täglichen Nutzerinnen und Nutzer Kinder und Jugendliche. Täglich spielen rund 16 Millionen Menschen in Europa Roblox. Und es geht um richtig viel Geld. 2,2 Milliarden Dollar Umsatz machte Roblox im Jahr 2022. Einen Teil davon durch die eigene Ingame-Währung Robux. Mein Kollege Timon Herwig, der Extremismus-Experte Miro Dietrich und ich recherchieren Monate auf Roblox, um uns ein Bild davon zu machen, was dort abgeht. Auch Registrieren ist ein Kinderspiel. Man braucht nicht einmal eine E-Mail-Adresse. In nur wenigen Minuten hat man einen Account erstellt. Die Plattform ist auch auf Deutsch verfügbar. Da hier aber Kinder und Jugendliche aus aller Welt spielen, wird überwiegend Englisch gesprochen. Roblox hat grundsätzlich keine Altersbeschränkung. Manche Spiele auf der Plattform sind ab 9 oder 13 Jahren eingestuft. Doch die Plattform überprüft das Alter nicht. Schon am Anfang unserer Recherche finden wir auf Roblox einen Shop, in dem digitale SA-Uniformen für Roblox-Avatare verkauft werden. Der Shop heißt Hugo Boss AG. Das echte Unternehmen Hugo Boss hat im Dritten Reich unter anderem Uniformen für die Wehrmacht, SS und SA produziert. Wir werden bei unserer Recherche auf Roblox zu einem militärischen Training eingeladen. Das Training endet in einer Schießübung. Ja, dann nimmt er mich noch danach mit auf den Schießstand, drückt mir eine Waffe in die Hand und ich darf dann da hinten Menschen, die da vorne an der Wand stehen, mit dem Gewehr erschießen. Nur militärisches Rollenspiel also? Scrollt man auf den Seiten der Spielerlebnisse weiter runter, findet man häufig einen Link zu einem Discord-Server des jeweiligen Roblox-Spiels.
Discord ist eine Chat-Plattform, auf der sich die Community der jeweiligen Spiele trifft, Memes postet und beim Spielen per Voice-Chat quatscht. Aber was passiert auf den Discord-Servern, die auf Roblox verlinkt sind? Zunächst wollen wir ins Gespräch kommen, wollen wissen, ob User, die über Roblox auf Discord kamen, dort schon mal mit rechtsextremem Inhalt konfrontiert wurden. Auf unsere Aufrufe auf Discord meldet sich ein Jugendlicher aus Den Haag. Er sagt, er sei Schüler, möchte anonym bleiben. Wir nennen ihn Pierre. Sein Vater hat uns die Erlaubnis zu einem Interview gegeben. Pierre ist auch auf Discord-Servern aktiv, auf denen auch rechtsextremer Content gepostet wird. Er habe dort unter anderem ein Video gesehen, in dem eine Person vor einer Nazi-Flagge getötet worden sei, erzählt er. Hat jemand mal versucht, dich in so eine Gruppe zu locken? Oft kam jemand zu mir und sagte sowas wie, hey, komm doch in unsere Gruppe. Und du gehst in die Gruppe und siehst, dass es Nazis sind. Sie sagen, dass sie anderen Menschen überlegen sind und dass du großartig und besonders bist. Und sie sagen, sie kümmern sich wirklich um dich. Aber wenn du die Gruppe verlässt, jagen sie dich. Im Gespräch bekomme ich dann den Eindruck, dass Pierre auch irgendwie selbst von der Geschichte des Dritten Reichs fasziniert ist. Ich bin von den Nazis fasziniert. Fasziniert davon, wie Hitler sich seinen Weg an die Macht gebahnt hat. Wie er ein ganzes Land manipuliert hat, indem er den Leuten gesagt hat, was sie hören wollten. Glaubst du nicht, dass du auch Gefahr läufst, in die Falle zu tappen und das auch zu glorifizieren? Nein, weil ich in einer guten Umgebung bin. Und ich weiß, dass wenn ich darauf reinfalle, mir mein Vater auf die Finger haut und sagt, nein, das ist schlecht, hör damit auf. Okay, du hast mit deiner Familie ein stabiles Umfeld. Aber es wäre leicht gewesen, darauf hereinzufallen, oder? Ja, total. Es ist noch leichter, als den kleinen Finger zu heben. Sie sagen, du bist was Besonderes und etwas Besseres. Besser als der größte Teil der Menschheit und dass du ihnen wichtig bist. Das Gespräch macht mir klar, wie einfach es sein kann, Kinder und Jugendliche in Online-Games zu manipulieren. Wie sollten Behörden und Plattformen eurer Meinung nach damit umgehen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, um keine Recherchen mehr zu verpassen. Wir wollen wissen, ob die deutschen Behörden diese Gefahr auf dem Schirm haben. Dafür treffe ich Daniel Köhler in Stuttgart. Er arbeitet für Connex, eine Initiative des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gegen Extremismus. Er beobachtet, dass Online-Games eine zunehmend größere Rolle für rechtsextreme Radikalisierung spielen. Aus unserer Sichtweise ist tatsächlich eine verstärkte Rekrutierung und Radikalisierungsdynamik auf Online-Gaming-Plattformen in den letzten Jahren zu beobachten. Das hat zum Beispiel auch Europol berichtet. Wir merken auch zunehmend, dass sich extremistische Akteurinnen und Akteure verstärkt auf Gaming-Plattformen strategisch um Jugendliche bemühen. Dem LKA in Baden-Württemberg liegen zwei konkrete Fälle vor, in denen Jugendliche auf Roblox radikalisiert wurden. Wir haben uns für unsere Studie 2 tatsächlich minderjährige Fälle angeschaut, die unter anderem auf der Gaming-Plattform Roblox sehr aktiv waren, dort strategische, historische Simulationsspiele zum Zweiten Weltkrieg gespielt haben und mit offen und klar auftretenden rechtsextremistischen Personen in Kontakt gekommen sind. Die haben sich mit denen angefreundet, haben sich mit denen ausgetauscht und wurden dann von diesen rechtsextremistischen Personen eingeladen in klare extremistische Discord-Gruppen einzutreten, Chatgruppen auf der Plattform Discord. Dort wurden sie dann ganz stark und massiv weiter radikalisiert, indoktriniert und auch dazu direkt aufgefordert, Straftaten zu begehen. Zum Beispiel in der Schule den Hitlergruß zu vollführen oder halt auch tatsächlich bis hin zur Planung eines Anschlages. Die Jugendlichen sollen jünger als 14 Jahre gewesen sein. Dieser Jugendliche hat dann auch tatsächlich das Gefühl bekommen, er würde sonst ja ein Loser sein, uncool sein, er würde diesem Gruppendruck nicht mehr standhalten können und hat sich dann tatsächlich aufgefordert gesehen, ein Manifest zu schreiben und einen Amoklauf an der Schule zu planen. Wann genau sind die beiden Kinder aufgefallen oder wie sind die aufgefallen? Die haben zum Beispiel den Hitlergruß in der Schule durchgeführt. Sie haben entsprechende Codes und Symbole wie das Hakenkreuz in Schulgruppen, in WhatsApp-Gruppen und so weiter geteilt. Sie haben sich entsprechend geäußert. Sie haben ihre Lehrkräfte gefragt nach Dingen oder auch sich erkundigt, wie man zum Beispiel an Waffen rankommt. So ähnlich soll es auch in einem anderen Fall gelaufen sein, der gerade am Landgericht in Potsdam verhandelt wird. Einem damals minderjährigen Jungen wird vorgeworfen, eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet und gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. In der Presse ist er unter dem Namen Lukas F. bekannt. Lukas F. soll nach unseren Recherchen eine rechtsextreme Gruppe namens Totenwaffen gegründet, Propagandaposter geklebt und selbstgebaute Sprengsätze gezündet haben. Dies soll eins seiner Videos sein.
Chatverläufe aus der Gruppe liegen uns vor. In einer Nachricht soll er geschrieben haben: Ich wette, ich werde irgendwann so wütend, dass ich eine Bombe in der Nähe von dem Ort platziere, an dem Jugular ihre Rede halten wird. Jugular soll eine Zusammensetzung aus Jew, dem englischen Wort für Jude, Jüdin, und Angela sein. Gemeint sein soll die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Wir fahren zum Landgericht nach Potsdam, um mehr über den Fall herauszufinden. Welche Rolle hat Roblox bei der Radikalisierung gespielt? Im Gericht treffe ich auch die Mutter von Lukas F. Vor der Kamera möchte sie nicht mit uns sprechen. Sie habe negative Erfahrungen mit Medien gemacht, erzählt sie. Wir fragen sie ohne Kamera nach dem Fall ihres Sohnes. Sie hat uns bestätigt, dass der Verdächtige auch viel Zeit auf Roblox verbracht hat und dass das scheinbar auch eine Rolle gespielt hat. Und sie hat nochmal erklärt, wie schwer es ist für Eltern nachzuvollziehen, was Kinder eigentlich den ganzen Tag auf ihrem Handy, auf ihrem Computer machen. Vor allem, wenn die Eltern arbeiten und die Kinder dann auch natürlich Zugang zu ihren Geräten haben. Am Ende tauschen wir Nummern aus und verabreden uns zu einem Gespräch, bei dem auch Lukas Vater dabei sein wird. Miro Dittrich forscht schon seit 8 Jahren zu Rechtsextremismus und unterstützt mich als Experte bei der Recherche. Er hat die Gruppe von Lukas F. lange digital beobachtet und die Chatverläufe des mutmaßlichen Täters und seines Umfelds gesammelt. In den Chats sollen sie Folgendes geschrieben haben. Und konkret ging das dann so vor, dass der mittlerweile Angeklagte einen Telegram-Kanal eröffnet hat und eine Telegram-Gruppe und über diesen Telegram-Kanal dann Mordaufrufe geteilt hat, terroristisches Propagandamaterial erstellt hat. Sie haben angefangen, Poster in ihre Umgebung zu kleben und haben Videos produziert. Unter anderem die Person, die jetzt angeklagt ist, hat auch sich online Materialien bestellt, daraus Sprengstoff gemixt und hat dann probiert, daraus Videos zu machen, die für Propaganda zu verwenden sind, indem er Betonklötze in die Luft gejagt hat. In diesem Chat sollen sich Mitglieder der Gruppe Totenwaffen über ihre Zeit bei Roblox unterhalten haben. Bevor wir richtigen Scheiß gemacht haben, haben wir Roblox-Scheiß gemacht. Lol, naja, jetzt sind wir Männer. Und der die Gruppe vorher geführt hat, wollte auf Roblox bleiben. Die Gruppe Totenwaffen und ihre Vergangenheit auf Roblox. Miro Dittrich beobachtet auch andere rechtsextreme Chatgruppen und stellt fest, dass das Stichwort Roblox dort immer öfter auftaucht. In einem aktuellen Trendreport von Europol steht, dass Verdächtige in europäischen Terrorismusermittlungen immer jünger werden. Gaming-Plattformen und Gaming-Chat-Foren, so Europol, werden genutzt, um rechtsterroristische Propaganda zu verbreiten. Und das finde ich ja schon irgendwie eine bedrohliche Entwicklung, dass Minderjährige, bereits 14-Jährige, 13-Jährige sich in so terroristischen Chats bewegen. Was für mich ein bisschen die Frage aufgelöst hat, wie kommen die Leute dort eigentlich dahin? Also wie beginnt man seine digitale Reise, dass man mit 14 in diesen Chats landet? Und was ich dort immer wieder in diesen terroristischen Chats gesehen habe, dass Leute sich eben über die Plattform Roblox unterhalten haben. Miro Dittrich zeigt uns weitere rechtsextreme Inhalte auf Roblox. Ein User nennt sich dort Waffen-SS. Was so ein typisches Profilbild sein kann für diese Leute. Und wenn wir uns anschauen, welche Sachen ihr als Favoriten angegeben hat, also eigentlich sind das die Spiele, dann sehen wir hier ein Bild, was die Munition des Attentäters von Christchurch zeigt, also einem rechtsterroristischen Attentäter. Der hat politische Botschaften auf sein Magazin geschrieben. Und das sind quasi die Magazine von dem Christchurch-Attentäter als Bild in Roblox? Genau. Also man kann schon ganz klar sehen, wo diese Person sich verortet. Und man erkennt es auch, wenn man sich wieder in der Szene bewegt, wenn man die Szene untersucht, dann weiß man, okay, das Bild ist ein Christchurch-Bild. Ja, sieht man Bilder von dem Oslo-Attentat. Und wenn man sich ein bisschen mit der Ästhetik der Szene auskennt, dann merkt man schon recht schnell, dass diese Inhalte, die sonst wirklich eine kleine Subkultur auf Telegram sind, wirklich so die Endstufe der Radikalisierung in rechtsterroristischen Inhalten, wo es wirklich zum Massenmord aufgerufen wird, dass diese Ästhetik sich auch bei Roblox wiederfinden lässt. Wir finden auch ein Spiel, in dem man das Attentat in der US-amerikanischen Stadt Buffalo nachspielen kann. Im Juni 2022 erschoss hier ein 18-jähriger Mann 10 Menschen aus rassistischen Motiven und verletzte 3 weitere Personen. Man kann in den Supermarkt reingehen als Attentäter, man kann da rumlaufen. Ja, und man kann eben hier anfangen rumzuballern.
Der Attentäter von Buffalo hatte seinen Anschlag auf einer Online-Plattform live übertragen. Auf Roblox finden wir Screenshots aus diesem Attentatsmitschnitt, als T-Shirt und auch als Titelbild eines Spiels. Darüber steht, er hat nichts falsch gemacht. Er hat 10 Menschen umgebracht und 3 verletzt beim rechtsterroristischen Anschlag. Das Spiel konnte man auch auf Roblox selbst wieder spielen. Dieser hat auf Discord ein Tagebuch geschrieben, wie es hinkam bis zu seinem Terroranschlag, was er dann zu seinem Terroranschlag veröffentlicht hat. Und eben in einem dieser Tagebucheinträge schreibt er selbst über sich, ich werde wahrscheinlich nicht so nationalistisch, wenn ich nicht das Spiel Blood and Iron on Roblox gespielt habe. Blood and Iron ist ein historisches Kriegsspiel auf Roblox. Man spielt bestimmte Schlachten nach. Spiele dieser Art gibt es etliche auf Roblox. Wir folgen der Spur und beobachten ein paar von den Discord-Servern, auf denen sich die Roblox-User treffen. Auf dem Discord-Server eines Roblox-Weltkriegs-Shooters finden wir eine Bombenbauanleitung. Auch der SS-Uniform-Shop auf Roblox, der sich Hugo Boss AG nennt, hat einen Discord-Server. Und dort finden wir rassistische Propaganda und ein Video von James Mason, einem der bekanntesten amerikanischen Neonazis. Let me ask you a question. Why do you still hold these Nazi ideals? You got any better ones? أخي الموحد اليوم بإذن الله تعالى سوف نتعلم كيفية تصنيع مادة متفجرة من مواد شعبية وسهلة. Stupid son of a bitch, I hate and you are a. Wir haben Roblox und Discord um Interviews gebeten. Beide haben abgelehnt. Darum haben wir ihnen unsere Fragen sowie die Namen der von uns gefundenen Gruppen und Spiele mit extremistischen Inhalten schriftlich geschickt. Roblox verweist auf die Community-Richtlinien. Das Unternehmen verfüge über ein weltweites Moderationsteam von mehreren tausend Menschen sowie ein eigenes Team, das extremistischen Content auf der Plattform suche. Außerdem gäbe es technische Filter, die gewisse Wörter verböten. Roblox schreibt auch: Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass immer noch viel zu tun ist, da extremistische Gruppen auf eine Vielzahl von Taktiken zurückgreifen, um die Regeln auf allen Plattformen zu umgehen. Auf unsere Nachfrage hin sperrt Roblox einige der Inhalte, die wir gemeldet haben. Discord wiederum geht nicht auf unsere konkreten Hinweise ein. Sobald wir darauf aufmerksam werden, ergreifen wir sofortige Maßnahmen, einschließlich der Sperrung von Nutzern sowie der Schließung von Servern. Doch die Server mit der Anleitung zum Bombenbau und die rassistischen Memes bleiben bis Redaktionsschluss online, obwohl wir Discord darauf hingewiesen haben. Mittlerweile habe ich nochmal mit den Eltern von Lukas F. gesprochen. Sie sind nun doch bereit, mit mir über die mutmaßliche Radikalisierung ihres Sohnes zu reden. Wir haben uns für ein Telefonat verabredet. Ich will herausfinden, welche Rolle Roblox tatsächlich gespielt hat. Und wissen Sie noch, was Sie da genau gesehen haben? Sie haben sich so diese Uniform zusammengeschmiedet, ne, mit hier Swastikas. Das sah irgendwie total fanatisch aus. Also diese Welt, die sie sich dort erschaffen haben, das waren einfach alles Uniformen aus dem Dritten Reich und die Namen von denen waren nicht seltsam. Und was das jetzt für Chatgruppen waren, das kann man so gut wie nicht nachvollziehen, oder? Discord war irgendwie so ein Begriff. Also ich glaube, Discord war die Hauptplattform damit. Also dieses Spiel hat mir nicht gefallen. Das habe ich gesperrt. Man hat eigentlich eher von außen gesehen, dass da irgendwie eine ganz komische, seltsame Sache stattfindet. Die Eltern von Lukas F. hätten versucht, den Zugang zu den Plattformen einzuschränken. Doch das habe nicht funktioniert. Ich habe im Allgemeinen den Zugang eingeschränkt. Also diese Altersfreigabe habe ich gemacht. Also als Eltern kann man da nicht viel machen. Man kann zwar Sachen verbieten und man kann da irgendwelche Sperren einbauen. Das haben wir alles versucht, aber die sind einfach schlauer, ne? Die umgehen das alles. Welche Verantwortung liegt also bei den Plattformen? Rachel Covert forscht in den USA zu Games und Radikalisierung. Sie beschäftigt sich auch mit der Frage, welchen Einfluss die jeweilige Kultur der Gamer-Szenen hat und wie die Gaming-Industrie diese Kulturen gestaltet. Games are more overwhelming. Spiele sind ganz überwiegend Kräfte des Guten und nicht des Schlechten. Wir reden hier über eine kleine Anzahl von Fällen. Aber wenn du dir das große Bild anschaust, 3 Milliarden Gamer, dann ist diese kleine Anzahl von Fällen eine signifikante Größe. Covert erforscht, welche Effekte Spiele auf Nutzerinnen und Nutzer haben. Sie fordert mehr Moderation und Sicherheit von den Plattformen. Ja, die Moderation von Inhalten, wie wir sie heute bei Spielen haben, ist unglaublich begrenzt. Bei Extremismus geht es in der Regel um die Suche nach Schlüsselwörtern, aber man kommt nie ganz hinterher, weil Sprache sich ständig verändert. Wir müssen also eher in Richtung einer sozialen Netzwerkmoderation gehen.
Dabei geht es darum, einzelne Personen ausfindig zu machen, von denen man annimmt, dass sie problematisch sein könnten, um sich mit ihnen zu vernetzen, um das gesamte Netzwerk zu finden. Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese Plattform erstmal natürlich selbstverständlich nach europäischem deutschen Recht illegale Inhalte selbstständig erkennen müssen und diese entfernen müssen, so schnell wie möglich. Das, ob das technisch möglich ist, ob das inhaltlich möglich ist für diese Firmen, ist sei dahingestellt, aber sie sind dafür verantwortlich, auch nach deutschem Recht, was grundsätzlich offline illegal ist, sollte auch online illegal sein. Nicht die Games an sich sind gefährlich, vielmehr sind manche schlecht moderiert. Games are good. Games are great. Spiele sind gut. Spiele sind großartig. Mentale Gesundheit, interaktive Spiele, Bildung und Action, Spiele sind großartig. Okay, Spiele sind gut. Aber auf Roblox und den dazugehörigen Discord-Servern finden wir Terroranschläge zum Nachspielen, rechtsextremes Propagandamaterial und Chatgruppen, in denen menschenfeindliche Nazi-Memes gepostet werden. All das ist für Kinder und Jugendliche mit nur wenigen Klicks erreichbar. Unsere Recherchen zeigen, dass diese Inhalte und Gruppen Jugendliche radikalisieren können. Wir haben auch mit einem Jugendlichen gesprochen, der sagt, dass er ohne den Rückhalt seiner Familie womöglich abgedriftet wäre. Aber nicht alle können ihre Kinder so genau im Blick behalten, erst recht nicht online. Das sagen uns die Eltern eines jungen Mannes, dessen Fall gerade vor Gericht verhandelt wird. Das Milliardenunternehmen Roblox betont, dass man sich viel Mühe gebe mit der Moderation. Offensichtlich reicht es nicht. Hier gelangt ihr zu unserer vergangenen Folge, in der wir perfide Strategien aufgedeckt haben, mit denen sich Pädokriminelle an Kinder heranmachen. Außerdem gelangt ihr hier zu einer Reportage von Steuerung F. Die Kollegen haben sich mit der Frage beschäftigt, wie Telegram, YouTube und Co. uns radikalisieren können. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert, um keine Vollbildrecherche mehr zu verpassen.